So sah er also aus, der herzinnige Schulterschluss zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel. Kam nicht überall so gut an. Nicht wenige Menschen interpretierten dies sogar als Einknicken der CSU, um die Chance zu wahren, an der Macht zu bleiben. Ist das so? Ich verstehe das und ich sage Ihnen auch ganz offen, ich gehöre nicht zu denen, die das bejubeln. Ich sage aber auch ganz klar, die CSU geht es in dem Zusammenhang wie vielen Bürgern bei der Wahl. Wir müssen uns am Schluss mit dem kleineren Übel arrangieren. Und im Vergleich zu dem, was momentan im Raum steht, nämlich Rot-Rot-Grün, ist eine unionsgeführte Regierung sicher die bessere Alternative. Ich mache auch die Diskussion nicht an der Person Angela Merkel fest, sage ich ganz offen, weil ich nicht glaube, dass das adäquat ist, sondern ich sage, am Schluss geht es um Inhalt. Das heißt, wir müssen Regelungen finden, wie sich das Thema von 2015 nicht wiederholt. Wir müssen Regelungen finden, wie wir mit den Folgelasten umgehen. Wir müssen Regelungen finden, wie man die innere Sicherheit stärker nach vorne bringt. All die Themen, die eine Rolle spielen. Wir werden auch riesige Herausforderungen im Bereich der Europäischen Union vorfinden. All die Dinge, die werden uns drücken. Und da kommt es für mich darauf an, dass man da ein Konzept findet, dann weiß man tatsächlich stärkste Partei oder stärkste Fraktion wird, ein Konzept findet, wie man damit umgeht, von dem auch ich überzeugt bin, dass das trägt. Und erst dann geht es um die Frage, welche Person führt das Ganze. Die Angela Merkel bringt ein internationales Renommee mit, das uns helfen kann bei dem, was ich an europäischen und internationalen Herausforderungen sehe. Aber sie bringt einen Ballast mit natürlich, der heißt, erstens, sie hat einen kapitalen Fehler gemacht, von dem die Menschen nicht genau wissen, war es Versehen oder war es Programm. Das hängt damit zusammen, dass sie sich nicht klar distanziert hat und mir gesagt hat, es tut mir leid, das war falsch. Das beargwöhnen die Menschen. Und dann hat Angela Merkel das Problem, dass jeder in der Position hat, es gibt einen Lebenszyklus. Und dieser Lebenszyklus eines Politikers ist halt so, dass er wächst mit den Aufgaben, dass etwas passiert, was bei Merkel großartig passiert ist, dass nämlich zuerst die einen gesagt haben, Stoiber und Company, die kann es nicht, und sie gezeigt hat, sie kann es. Dass man dann einen Zenit hat, ja, den sie ja unstrittig vor der letzten Bundestagswahl hatte, definitiv. Ja, darum hat die CDU bei der letzten Bundestagswahl nur werben müssen, sie kennen mich, und wurde dafür gewählt. Dass dann irgendwann immer bei jedem Politiker, für die Abgeordneten vermutlich genauso, auch die Abschwungphase kommt. Und kann man jetzt diskutieren, wie man will. Angela Merkel ist in dieser Abschwungphase. So, und jetzt müssen wir in dieser Abschwungphase den Abschwung bremsen und müssen gucken, dass wir im Sinne der Bundesrepublik Deutschland jetzt hier das Schlimmste verhindern. Und für mich persönlich, das wird kein Wunder, ist Rot-Grün eine Katastrophe. Rot-Rot-Grün. Was ich da alles höre, was die denn alles so jetzt schon im Schilde führen, das wird zusätzlich zu den ganzen anderen schwierigen Situationen dafür sorgen, dass Deutschland auch noch ökonomisch in ein schwieriges Fahrwasser kommt. Und dann wird es erst lustig. Und das Ergebnis wird sein, dass nach einer Rot-Rot-Grün-Phase die AfD noch stärker wird, weil natürlich momentan Radikalisierungen dadurch weniger stark ausfallen, dass es uns ökonomisch in Summe einigermaßen geht. Ja, aber Sie haben vorher gesagt, Sie wollen es nicht an Personen festmachen, aber der Wähler macht es sehr wohl an Personen ja, fest. Ja, das weiß ich, das ist der Zug der Zeit, das ist so, das ist auch das Risiko bei der ganzen Sache, das stimmt. Letztendlich ist es eine Entscheidung der CDU zu sagen, wir machen, gehen in eine weitere Periode mit der amtierenden Kanzlerin, da gibt es Pro und Contra. Und die CSU kann im Grunde nur einen Weg beschreiten, nämlich zu sagen, wir müssen gucken, dass wir in Bayern stark werden, um dafür Sorge zu tragen, dass die Inhalte am Schluss stimmen. Weil wir sicher nicht der Kanzlermacher sind.
Also das wäre ungewöhnlich, wenn wir als CSU der CDU Kanzlermacher wären, sondern wir sind diejenigen immer schon gewesen, die am Schluss Ausgewogenheit und Vernunft in all die Dinge gebracht haben. Und es wird ja wohl keiner bestreiten, dass das, was die CSU formuliert hat im Rahmen der Flüchtlingskrise beispielsweise, dass es auf Punkt und Komma Sinn und Ziel hatte. Ja, im Übrigen im Regelfall sogar, allerdings mit dem bedauernswerten Zeitverzug tatsächlich umgesetzt. Mhm. Wir sehen das gleich. Ja? Die CSU schlägt was vor, Entrüstung und Debatten drüber, Zeit geht ins Land, irgendjemand schlägt das Gleiche dann vor und dann wird es irgendwann gemacht. Ja? Und ich würde mir wünschen, dass der Verzug dazwischen, dass wir uns den mal sparen, weil das ist das, was am Schluss Geld kostet und Ärger macht. Ihr Parteivorsitzender hat ja gesagt, vor mehreren Kameras, er wird keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem die Obergrenze nicht drinsteht. Ja. Okay, hat er gesagt, ja. Ich gehe auch davon aus, dass er das so meint. Ich sehe es nämlich auch so. Es geht nicht um die Frage, wir regieren um jeden Preis. Mir geht es darum, dass wir etwas tun, was Schaden von Deutschland abhält. Das ist das, worauf wir alle verpflichtet sind. Und ich glaube, dass diese wahnwitzige Idee von der multikulturellen Gesellschaft der Weg ist, wie man Deutschland am meisten schaden kann. Trotzdem wird er immer noch verfolgt, leider nicht nur von Grünen, Roten und ganz Linken, sondern es wird auch in Teilen der CDU mittlerweile so gesehen, dass die bunte Gesellschaft die bessere Gesellschaft ist. Ich halte es für einen falschen Ansatz, weil das uns mal immense Schwierigkeiten integrationspolitisch macht. Naja, ein bisschen bunt ist ja nicht so schlimm. Ein bisschen bunt haben wir ja. Also ja, die Frage ja ist auch, nur, ja, wie viel bunt brauchen wir. Ja? Also ich meine, man muss sich schon überlegen, was geht bis zu welchem Punkt. Das ist ja genau das Integrationsthema. Schauen Sie, die Menschen sagen doch, ihr habt die Integration im Kleinen nicht geschafft. Ja? Guckt man die Gastarbeiter an, die gekommen sind, wo heute die dritte Generation da ist, die immer noch nicht so integriert ist, wie ich mir das vorstelle. Spüren die Menschen, die sagen, das habt ihr am Kleinen nicht geschafft. Jetzt probiert es am Großen. Wir hatten in den 60er Jahren zu Beginn des Themas ein Rotationsprinzip. Da war sogar festgelegt, dass die nach 3 Jahren zurückgehen. Und da kommt der gleiche Reflex aus der Wirtschaft. Und dann hat mich das, was die Herrschaften im Zusammenhang mit den Flüchtlingen gemacht haben, so geärgert. Ja? Der gleiche Reflex aus der Wirtschaft kam damals, die haben gesagt, jetzt haben wir den alle gerade angelernt und der ist gut und alles unbestritten. Ist ja so, und jetzt sind die 3 Jahre rum, jetzt soll der heimgehen. Und die Politik hat es dann aufgehoben, weil die Wirtschaft gesagt hat, wir brauchen das, die müssen da bleiben. Ihr könnt uns nicht alle 3 Jahre neue Leute bescheren. Die müssen wir wieder ausbilden, es kostet Geld und. Das ist viel billiger. Es stimmt, betriebswirtschaftlich stimmt das absolut. Volkswirtschaftlich. Im Übrigen auch für das Herkunftsland. War das keine gute Idee? Und dann kommen die 50 Jahre danach mit der gleichen Nummer. Innerhalb Ihrer Partei, in der CSU, wie sieht es denn da gerade aus? Wie ist denn da die Stimmung? Naja, also die Stimmung ist deshalb angespannt, weil wir natürlich sehen, dass wir uns vor einem schwierigen Wahlkampf befinden, dass das, was Sie mir vorher an Fragen gestellt haben, natürlich die Fragen der Bürger sind. Mir geht es persönlich momentan darum, das ganze Thema noch ein bisschen in die Richtung zu lenken, dass wir klar und mit nachvollziehbaren Botschaften die Frage beantworten, was will eine unionsgeführte Regierung in den nächsten 4 Jahren für dieses Land erreichen? Weil mir dieses Fahren auf Sicht ja, allmählich zu wenig ist. Also das Thema, wir machen, ich bin jetzt seit 2008 im Krisenmanagement, ja, von einer Krise zur nächsten Krise. Wir müssen jenseits der Krisenbewältigung mal nochmal definieren, wo soll denn Deutschland 2030 stehen? Und nicht nur, wenn es um CO2 geht, sondern schon auch um die Frage, wo verdienen die Menschen ihr Geld, was machen wir im Bereich Bildung, Ausbildung, wie sieht die Infrastruktur aus? Diese Themen, die müssen wir beantworten können. Demografie, all die Sachen. Und das ist jetzt momentan das, was die Stimmung bei uns prägen muss. Gab es irgendwann mal Planspiele tatsächlich bundesweit anzutreten? Ich meine, Umfragen bestätigen, dass die CSU bundesweit ja, die einzige Partei wäre, die der AfD das Wasser abgraben könnte. Das ist richtig. Nur, Sie können natürlich eines nicht tun. Sie können nicht in Bayern die absolute Mehrheit verteidigen wollen und sagen, ich mache dann bundesweit den Rechtsaußen. Das wird nicht klappen. Und unter dem Gesichtspunkt muss man sich entscheiden. Ich bin jemand, der ganz entschieden sagt, dann
lass uns doch bayerische Partei bleiben, ja, mit einem klaren bayerischen Anspruch, und lass uns also quasi aus dem Land kommen, Bundesliga mitspielen. Das ist aus meiner Sicht jedenfalls besser, als bundesweit an der Stelle anzutreten. Ich glaube nicht, dass es langfristig tragfähiges Konzept ist. Ja.